Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Pressekonferenz von Bulwiengesa und dem BFW-Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Mein Name ist Thomas Wedel und ich werde Sie durch diese Veranstaltung führen. Wir stellen Ihnen heute die 15. Bulwiengesa Projektentwicklerstudie für die 7 deutschen A-Städte vor. Dafür wurden Daten von mehr als 5000 Bauprojekten ausgewertet. Und es gibt natürlich Auskünfte über neue Trends und Entwicklungen sowie die jeweilige Projektsituation. Die Studie trägt den Titel Marktrisiken verdrängen Wohnungsneubau und was damit gemeint ist und wie es zu dieser Entwicklung kommt, das werden wir Ihnen in den kommenden 60 Minuten erläutern. Damit ein herzliches Willkommen an Andreas Schulten. Er ist Diplom-Geograf und Generalbevollmächtigter bei Bulwiengesa und wird Ihnen die Studie im Detail vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Schulten. Ja, guten Morgen, freut mich sehr. An seiner Seite ist Andreas Ibel, er ist ehrenamtlicher Präsident des BFW-Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen und arbeitet hauptberuflich als Projektentwickler in Hamburg. Herr Ibel wird Ihnen die Ergebnisse der Studie aus Sicht der Immobilien- und Wohnungswirtschaft vorstellen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ja, schönen guten Morgen hier aus Berlin. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder ein spannendes Thema zusammen besprechen können. Ja, und diese Pressekonferenz übertragen wir im Livestream. Angemeldete Journalisten haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Chat-Funktion. Diese Fragen werde ich dann nach der Präsentation hier an unser Podium weitergeben. Schreiben Sie deshalb gern dazu, an wen Sie Ihre Frage richten möchten und für welches Medium Sie berichten. Und damit starten wir jetzt direkt in die Inhalte und Andreas Schulten von Bulwiengesa hat das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Wedel, Herr Ibel. Es sind auch mehr als 5.000, es sind sogar mehr als 5.400 geworden. Das ist vielleicht auch gleich das erste Chart. Das haben wir ein bisschen verändert gegenüber den letzten Jahren, um mal zu zeigen, wie viel eigentlich 5.400 Punkte sind. Das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit für unser Team. Alan Heinrich, auch vielen Projektentwicklern bekannt und Team, die dahinter stehen. Die Methodik, mit der wir diese Projektentwicklungen alle zusammentragen, bekommen Sie gerne nachgeschickt. Also PK und Präsentationen sind gleich für Ihre Arbeit zur Verfügung. Die Studie selber geht dann morgen an alle raus. Also wir wollen dann erstmal jetzt diese Diskussion vorab führen. Nochmal, wichtig ist 7 A-Städte und nehmen Sie gleich auch die 7 Jahre. Wir gucken uns ja an, welche Projekte sind gerade fertiggestellt und werden, ich sag mal, technisch noch oder bautechnologisch bearbeitet, optimiert, entvermietet und so weiter. Welche sind im Bau und welche sind in den nächsten 3 Jahren in Planung? Das ist das, was die Projektentwickler in Deutschland tun. Und zwar nochmal jetzt nur in den 7 A-Städten. Wir kommen dann am Ende der Präsentation nochmal drauf, dass wir da auch einen Schritt weitergehen wollen. Ich sagte es gerade bereits, unser Team um unsere Kollegin Ellen Heinrich hat sehr, sehr viel zu tun, 5.400 Projekte in die Analyse zu packen. 1.700 von diesen Projekten werden tatsächlich dann auch von den großen Projektentwicklern, denen wir hier auch wieder unseren Dank zollen, die hier alle aufgelistet sind, nochmal geprüft, gecheckt, gemacht, getan. Was heißt das? 3.700 Projekte kommen immer noch aus Crawling, aus Maklerinformationen, aus sonstigen Informationen. Da sind wir nicht so anders in unserer Arbeitsweise als Sie bei dem Journalismus. Also es kommt darauf an, wirklich investigativ alles zusammenzutragen, was man nur an Projekten zusammentragen kann. Also das ist die Hauptgeschichte dahinter und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Wir haben das ja genannt in der PK, in der Pressemitteilung, oberflächlich gesehen, hat Corona keinen Effekt gehabt. Diese Story kennen wir nur an vielen Ecken und Enden. Der Immobilienwirtschaft und der Bauwirtschaft geht es auch über die Corona-Krise hin gut. Und da angeln wir einfach mal das Schild oder wir lassen es da. Sehr gut. Wichtig ist, das Volumen von diesen knapp 50 Millionen Quadratmetern, das wir schon in 2019 hatten, sprich Ende 2018, Anfang 2019, wir sprechen immer hier über die Studienjahre, 1.1. des jeweiligen Jahres. Also über 3 Jahre hinweg haben wir jetzt diese 50 Millionen Quadratmeter Projektentwicklungsvolumen in den deutschen A-Städten. Das ist mehr als doppelt so viel als in 2010. Das war aber schon eine Erkenntnis von den letzten Jahren. Also das Volumen in den A-Städten ist auch Leistungsfähigkeit. Das bricht auch nicht ein in Corona. So,
Ich persönlich finde aber, nach außen hin wollen wir das natürlich sagen, die Städte sterben nicht, sorry, da ist nicht großes Jammern angesagt, das sind weiter Powerhäuser und da passiert auch einiges. Aber in der Projektentwicklerstudie steht dann eben auch drin, wie die Details sind, aber eben nochmal Leistungsfähigkeit. Also deswegen danken wir wirklich dem WFW, dass wir das heute nochmal in dieser großen Form auch präsentieren können. Das ist der Wissenschaftler, der sagt, seht her, es funktioniert. Ne? Was sagt der Verband dazu? Für uns ist es eigentlich immer wichtig, ein ganz wichtiges Parameter, dass eigentlich das, was wir von unseren Mitgliedsunternehmen hören, was wir auch der Politik berichten, dass wir das eigentlich auch nochmal wissenschaftlich untermauert bekommen. Und darum ist das so eine gute Symbiose, weil Praxis trifft Theorie und checkt das gegeneinander ab. Und eines ist ganz klar, also die großen Städte sind nach wie vor für uns als Investoren attraktiv. Es wird weiter gebaut. Natürlich haben wir Schwierigkeiten im Bereich Hotel, im Bereich Gastronomie und auch im Bereich natürlich Einzelhandel. Aber die Investitionsbereitschaft grundsätzlich auch durch Corona, wird auch nicht durch Corona gebremst, aber sie wird verändert. Also das heißt, Corona hat in den Innenstädten einen Wandel hervorgebracht und angeschoben. Und dadurch brauchen wir auch neue Ideen für die Innenstädte. Wir brauchen eine bessere Durchmischung von Handel, Einzelhandel, Gewerbe und auch vor allem Kultur. Und grundsätzlich sind wir aber natürlich positiv gestimmt, dass künftig auch ein weiterer Investitionsschub in die Städte kommen wird. Und dabei haben wir natürlich ganz neue Herausforderungen, auch ganz klar Energieeffizienz, Mobilität, Digitalisierung, all das sind Themen, die uns fordern und wir, die mittelständische Immobilienwirtschaft, stehen natürlich bereit, um in diese Investitionen zu tätigen. Aber ich glaube, wir brauchen auch neue, innovative Ideen für die Städte. Wir brauchen die bessere Durchmischung von Handel, Wohnen und Gewerbe. Und wir werden uns auch den Herausforderungen durch den Klimawandel stellen müssen. Das heißt, wir müssen klimaneutrale Lösungen für die Energieversorgung in den Innenstädten vereinbaren. Das wird nicht durch die Fokussierung auf einzelne Gebäude geschehen. Das wird nur über Quartierslösungen, über CO2-neutrale Energie funktionieren. Und wichtig ist einfach auch, dass jetzt schnell die richtigen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, das heißt Schnelligkeit geht hier einfach auch mal vor Abwarten und schauen, was das Beste ist. Ich glaube, es geht einfach darum, jetzt auch Dinge experimentell in den Innenstädten umzusetzen. Ja, und dann kommen wir als Dankeschön-Theoretiker wieder rein und sagen, Theorie ist das eine, aber Exaktheit und tief in das Detail zu bohren, ist ja das andere. Ne? Also wir wollen ja schon ganz gerne zeigen, also was steckt denn hinter diesen Volumina? Und eine Sache ganz neu, neues Chart in dieser Reihe unserer Studien, also auch für diejenigen, die schon lange bei diesen Pressekonferenzen mit dabei sind. Wir haben dieses Jahr mal gemacht, Wulfingeser Projektentwicklerstudie gegen deutsche amtliche Statistik. Ne? Denn das Normale ist ja, man guckt auf die Fertigstellungsvolumina bzw. die Genehmigungsvolumina und macht sich in die Hose, wenn wieder mehr Wohnungen genehmigt wurden. Und wir sagen immer, Kinders, das zählt nicht. Ne? Also im Moment werden relativ viele Wohnungen genehmigt in der Immobilienwirtschaft, die wir haben. Sie werden aber eben nicht gebaut. Ne? Dieses Wer baut, das ist am Ende das Zentrale. Und wir haben gerne mal hier Ihnen dargestellt, was deckt die Studie ab? Das ist der dunkelgrüne Balken. Und was sagt die amtliche Statistik? Und das ist der hellgrüne Balken. Eine Sache im Bürobereich, gut, das wusste der ein oder andere schon, eine massive Untererfassung in der deutschen Statistik, weil dieses komische, wie heißt das in der amtlichen Statistik, Verwaltungs- und Bürogebäude, glaube ich, oder Verwaltungs- und Gebäude, das kennen wir schon intern, das wird irgendwie am Anfang in die Genehmigung gegeben und keiner guckt mehr, was am Ende rausgekommen ist. Also wir haben tatsächlich in der Projektentwicklerstudie in diesen mühsamen, akribischen Zählen deutlich mehr Projekte, Büroprojekte und vor allem auch Fläche. Wir haben halt fast 1,2 Millionen Quadratmeter Fläche in 2019, wo die amtliche Statistik nur 700.000 hat, also 60%. Ne? Das ist schon eine massive, eklatante Untererfassung, die da in der Statistik steckt. Anders sieht es ein bisschen aus bei den Wohnungsimmobilien, bei den Wohngebäuden, weil wir nur die Wohngebäude über 1.000 Quadratmeter bauen. Also ich weiß nicht, wie da WFW-Klientel ist. Also wir sagen halt da, wo 4, 5, 6 Wohnungen gebaut werden, die sind in der amtlichen Statistik auch,
3 plus mehr Wohnungen drin, aber sie sind halt für uns klein. Das sind nicht die großen Klopfer. Die erfassen wir auch nicht. Aber das war vielleicht mal relevant. Warum ist es wirklich wichtig, jetzt auch in Zeiten von digital, also wirklich endlich mal Ross und Reiter zu nennen und nicht immer zu sagen, wir begnügen uns hier mit einer so Pi mal Daumen-Statistik. Mhm. Also das haben wir gerne mal gemacht dieses Jahr. Und ganz wichtig, Sie kennen alle auch dieses Thema Investor Development und Trading Development. Das haben wir jetzt gleich nochmal 3-4 Mal. Aber diese Zahlen hier sind wirklich das, was wir seit Jahren warnend sagen. Also der gute, ich sag mal, Trader Developer, der, ich sag mal, als Privatmann sein Risiko einigermaßen einschätzen kann und sagt, ich muss am Ende ein Produkt liefern, was mich nicht zu viel kostet und was meiner Zielgruppe entspricht. Dieser Art Projektentwickler nimmt weiter ab. Das tat er schon in den letzten Jahren und jetzt in Corona nochmal eklatant. Wer nimmt zu, also wer kompensiert das Ganze, wer hält die Leistungsfähigkeit aufrecht? Der sogenannte Investor-Developer. Das sind die Bestandshalter. Auf der einen Seite die öffentliche Hand, sehen Sie dann gleich auch bei den Hitlisten. Wer baut denn im Moment? Es baut die öffentliche Hand und die sogenannten privaten Investoren, ich nenne sie halt die Landbanking-Strategen, die einfach sagen, ich kaufe ein Grundstück, ein riesengroßes Quartier in irgendeiner Stadt Deutschlands und möchte sie bebauen und dann allerdings auch im Bestand behalten. Das heißt, ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld, außer in Immobilien. Also das ist das Thema Investor Development und das steigt auch in Corona-Zeiten. Sie werden es gleich sehen, an welcher Stelle. Aber das ist eben für uns ganz wesentlich, zu sagen, den Trader-Developer, der das Risiko auf seine eigene Bilanz nehmen muss, der ist halt ein bisschen kritisch in diesen A-Städten und der Investor-Developer hilft jetzt gerade. Und da bin ich gespannt, was der BFW dazu sagt. Naja, also es ist eine Tendenz, die wir schon seit Jahren sehen. Seit Jahren ziehen sich immer mehr Bauträger. Das ist der Trader-Developer, vielleicht auch nochmal in unsere Sprache übersetzt. Das eine ist der Bauträger, der investiert, das Geld wieder nimmt und wieder investiert und dann die Wohnung weiterverkauft oder auch an langfristige Fonds verkauft. Und dann gibt es eben den langfristigen Bestandshalter. Und jetzt gibt es zwei Arten, das sind die Pensionsfonds, die einfach durch die niedrigen Zinsen getrieben werden, weil es keine Alternative gibt. Und gleichzeitig aber sind es natürlich auch viele kommunale und öffentliche Unternehmen, die jetzt auch zum Teil bauen müssen, weil eben viele Investoren sehen, dass es sich nicht mehr rentiert. Und damit nimmt im Prinzip ja das Volumen der langfristigen Investoren zu. Aber es erfolgt natürlich auch eine Risikoverlagerung von privat auf kommunal und öffentliche Unternehmen. Von privat auf die Pensionsfonds. Und das sehen wir nicht nur positiv, sondern auch sehr negativ. Denn natürlich, wir wissen, die Treiber sind ein negatives Zinsumfeld. Der Anlagedruck nimmt zu und natürlich die politische Druck. Und jeder Euro, der von einem Bestandshalter einmal investiert ist, der kommt natürlich nicht wieder raus. Der kann nicht wieder in den Markt investiert werden. Und darum sind diese Art von Investitionen natürlich endlich. Und man muss sich fragen, wie kann das weitergehen? Und das ist im Moment die große Frage, die wir heute mal diskutieren werden. Echt, finde ich lustig. Die Investoren, Developer, die halten einfach den Euro bei sich, genau. Ja, aber natürlich ist Geld auch endlich. Ja, aber das ist tatsächlich im deutschen Städtebau, ich glaube, ich habe es im Vorwort auch geschrieben, also das ist der Kapitalmarkt, der uns in den Städten einfach diese Sorgenfalten auf die Stirn treibt und letztendlich nicht die Produkte produziert, die wir in den Städten brauchen. Also dieser Zusammenhang ist eben leider auch sehr, sehr selten thematisiert, aber hier in diesem Thema Trader-Developer, Investor-Developer kommt es halt nur mal klar zum Tragen. Machen wir mal das nächste Chart, das ist auch ein Klassiker, der einfach nur die Trader-Developments zeigt und sagt, ja, da haben wir eben auch einen Anstieg über die letzten Jahre gehabt. Man sieht es halt hier von etwa 22 Millionen Quadratmeter, sind jetzt bei 26,6 Millionen Quadratmetern. Aber eben wirklich mit dieser zurückgehenden Tendenz, also hier sieht man es eben in dieser Flächengrafik sehr schön. Und man sieht halt sehr, sehr schön das, was wir lange Zeit Reurbanisierung genannt haben. Das hellblaue Feld wird größer und größer und größer. Früher hat man mehr Büros als Wohnungen gebaut. Irgendwann 2016 war Büro, ich sag mal, da nieder. Keiner wollte mehr irgendwie Büros bauen. Und dann kam halt in den letzten Jahren
oh, dann bauen wir da mal doch lieber wieder Büros, weil da brauchen wir gerade Flächen ohne Ende mit 2 Millionen zusätzlichen Bürobeschäftigten in Deutschland. Das war einfach ein Schluck aus der Pulle. Das hat halt auch die Immobilienmärkte dann in den A-Städten zunächst mal auch dahin elektrisiert, dass man statt Wohnungen wieder Büros gebaut hat. Das sieht man auch sehr schön, das hellblaue Feld sinkt, dunkelblaue Büro steigt. Und das kommt aber jetzt auch so zum Erliegen. Ne? Also dieses Thema, wie geht es denn jetzt weiter? Wohin geht denn eigentlich jetzt das Trading Development? Gibt es verschiedene Tendenzen? Ja, klar. Die Frage ist, bauen die Bauträger jetzt gar nicht mehr? Oder wo bauen die Bauträger jetzt? Also wir als mittelständische Immobilienunternehmen geben ja unser Geschäft nicht auf, sondern im Prinzip, wir ziehen jetzt ins Umland. Unsere Unternehmen werden durch die Rahmenbedingungen vertrieben. Welche Rahmenbedingungen sind das? Das haben wir schon immer wieder gesagt. Das sind die langfristigen Verfahren, die immer stärkeren staatlichen Eingriffe. Was muss gebaut werden? Wie muss gebaut werden? Wer muss überhaupt wie investieren? Das sind alles Themenbereiche, die natürlich schon bei den hohen Bau- und Baukosten, die auch jetzt in den letzten Zeit immer trotz Corona weiter gestiegen sind und natürlich den weiter steigenden Bodenpreisen ein riesiges Problem sind. Und das ist eine seit Jahren sich stärker verstärkende Tendenz. Und damit ist es eben für viele von unseren Unternehmen schlichtweg unwirtschaftlich geworden, in den A-Städten zu investieren, wenn sie denn bezahlbaren Wohnraum bauen wollen. Da gibt es ja auch viele Bereiche, wo wir nach wie vor auch sehr teuer gebaut wird. Dafür gibt es auch einen Markt. Aber wenn Sie bezahlbar bauen wollen, dann müssen Sie eben ins Umland ausweichen. Und das passiert tatsächlich. Damit verlagern viele Unternehmen ihre Aktivitäten weg von den A-Städten in den Speckgürtel. Und das heißt eben nicht, dass jetzt weniger gebaut wird, sondern im Prinzip bleiben die Volumina erhalten. Aber sie wird eben im Umland bauen. Das kann man wirklich faktisch sehen, wenn Sie in den Speckgürtel fahren von Berlin, auch von Hamburg, egal wo. Dort drehen sich mittlerweile die großen vielen Kräne. Und auch Sie können das gleich sehen. Das ist, glaube ich, Chart 16 oder so. Da kommt das dann auch nochmal. Ne? Wichtig ist, diese Situation, die wir im deutschen Projektentwicklungsmarkt haben, ist eigentlich, also man kann das fast sagen, ist das deutsche Dilemma. Stagnieren wir oder sind wir stabil? Ne? Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ne? Das ist eigentlich das nächste Chart, wo wir wirklich herrlich sagen können, in den letzten Jahren ging zumindest in den Wirtschaftsimmobilien, das ist die gelbe Säule, ne, da ging das noch ganz gut weiter. Ja, wir bauten noch tatsächlich vor allem Bürogebäude, weniger schon damals auch Handel und Hotel. Ne, also das Thema Handel-Hotel-Krise, kommen wir auch gleich nochmal, hat sich schon vorher angekündigt. Ne? Das war nicht nur eine Corona-Krise, das war schon vorher in den Zahlen zu sehen. So, jetzt 2021, Stagnation, Stabilität, nennen Sie es, wie Sie es nennen wollen. Ne? Also es passiert im Moment in der Summe gar nichts. Es brodelt unter der Oberfläche, das ist das Interessante. Und ich meine, wir haben jetzt hier heute nur einige Charts, also Sie werden dann auch in den nächsten Monaten immer wieder mit anderen Charts aus der Projektentwicklerstudie nochmal beglückt werden. Da passiert wirklich auch in der Konstellation einiges. Also ich will auch jetzt nicht die Spannung vorwegnehmen, gerade auch in der Top 10, da hat sich halt richtig eine Verschiebung ergeben. Und dass das so schnell geht, das verblüfft auch mich persönlich oder uns. Aber insgesamt stehen wir davor, wir wissen nicht vor, nicht zurück, ne? Sondern die Städte stehen halt da, wo sie stehen. Ne? Jetzt gehen wir durch ein paar Charts durch, die sind notwendig, damit Sie einfach sehen, was passiert in den einzelnen Asset-Klassen. Also hier sind wir im Büroprojektvolumen. Ne? Wir haben dieses, was ich gerade schon gesagt habe, diesen Rückgang von 2010 bis 2015, 16 sehr, sehr schön zu sehen. Dadurch, dass wir die Investor-Developer haben, also sprich auch Land und Bund und auch die sowas wie CA Immo oder andere große, auch in Wirtschaftsimmobilien investierende börsennotierte Unternehmen, die nehmen halt Stück für Stück auch dieses Wachstum bei den Trader-Developern auf und dadurch ein sehr, sehr starkes Wachstum im Bürobereich. In 2021, was ist das? Plus 1,2%. Also auch quasi eine Stagnation. Wir nennen es Büro geht weiter, da stirbt auch nichts.
Aber tatsächlich, es ist ein bisschen lustlos. Also ich habe heute Morgen noch einen LinkedIn-Post gemacht. Es kommt nicht darauf an, wie viele Büros wir bauen, sondern welche Büros wir bauen. Ne? Da kommt jetzt ein bisschen die Musik in den nächsten Jahren rein. Gehen wir mal weiter in das Thema Hotelprojektvolumen. Da haben wir dann auch schön mit den roten Pfeilen gezeigt, was wir zeigen wollen. Ne? Rückgang auch bis 2014, 2015, also auch Folgen noch der Staats- und Schuldenkrise, der Wirtschaftskrise 2009, dass weniger Hotels gebaut wurden. Dann dieser sehr starke Anstieg. Die Profis unter Ihnen wissen das, oder wir haben ja auch vor 3 Wochen diese Hotelstudie auch mal veröffentlicht. Das Problem ist, wir kriegen nicht die Revenues aus den Hotels, diesen RevPAR, Revenue Per Available Room. Ne? Wir kriegen die Hotels nicht so teuer in Deutschland wie in Holland, Großbritannien, Paris und so weiter. Und daher rechnen sie sich nach wie vor auch nicht so besonders gut. Ne? Jetzt in Corona, riesengroße Katastrophe. Ich meine, das müssen wir hier nicht sagen. Das ist an anderer Stelle schon häufig genug gesagt worden. Es gibt in unserer Studie tatsächlich kaum mehr Planungen für Büros. Ne? Das kommt auch aus unserer Frühjahrsgutachten, der Immobilienweisenstudie. Es werden sich einige Hotelmärkte wirklich auch erst in 2 oder 3 Jahren wieder einigermaßen dorthin erholt haben, wo wir 2019 standen. Und das sieht man natürlich jetzt auch in der Projektentwicklerstudie. Aber Sie hatten das vorher in den Charts schon gesehen. Hotel war im Vergleich zu Wohnen und Büro natürlich auch nur ein wirklich kleines Segment. Ne? Nochmal eines von diesen letzten Charts. Dann würde ich wieder zu Andreas Ibel auch wieder rübergehen. Wohnen ist natürlich das Entscheidende immer noch, ne, in unseren Städten. Das ist der größte Bedarf, die größte Nachfrage. Auch hier sehen wir jetzt wieder diesen Rückgang der Trader-Developer, also gerade letztes Jahr oder dieses Jahr nochmal richtig stark. Also wirklich, das sind mehr als 1000 Wohnungen weniger, die von den Trader-Developern gebaut werden. Aber, und das finde ich schon auch ganz interessant, deutlicher Anstieg, das wird man auch gleich bei den Top 10 der Akteure sehen, deutlicher Anstieg Wohnungsbau wieder bei den Investor-Developern. Ne? Da kann man sich zurücklehnen und sagen, na, immerhin werden die Wohnungen ja gebaut. Ist mir doch egal, ob von Investor-Developer oder Trader-Developer. Aber ich sage mal, so eine kleine Flanke will ich schon geben. Ne? Wer trägt das Risiko, ne? Also dieser Art von Wohnungen, die da stehen? Ne? Also ich habe ja eben schon ausgeführt, dass wir festgestellt haben, dass eigentlich unsere Unternehmen, wenn es sich um wirtschaftliche, bezahlbaren Wohnraum geht, sich ins Umland verlagern, weil es eben in den Städten nicht mehr bezahlbar ist. So, wer baut denn? Und es werden natürlich immer mehr kommunale Wohnungen in den Wohnungsneubau zu einer Zeit gedrängt, wo es sich eigentlich unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr rechnet. Und das sehen wir natürlich mit Sorge, denn wir haben diese Themen schon mal gehabt. Wir haben schon immer wieder in die Vergangenheit gucken. Da wurde dann immer schon zu teuer gebaut. Und wird dann eben ein sehr teuer, sehr viel Geld investiert. Und dieses ist dann für weitere Investitionen eben nicht mehr vorhanden. Und das ist eigentlich die große Frage, wie geht es weiter? Und wir haben aber eigentlich 2 Themen. Erstens haben wir noch einen hohen Bedarf, gerade in Berlin. Diese Kapazitäten haben aber die öffentlichen Unternehmen überhaupt nicht. Das heißt, sie können auch durch die öffentlichen Unternehmen nicht geschlossen werden. Das kann nur passieren. Wir können das Problem gerade in einer solchen wachsenden Stadt, stark wachsenden Stadt wie Berlin, nur dann lösen, wenn wir alle gemeinsam investieren. Und insofern, natürlich haben wir aber auch noch das Thema, dass wir möglicherweise uns auch an so einer Art Abwärtsspirale befinden. Das heißt, wenn dieser Trend sich weiter verschärft, dann kann das nicht durch öffentliche Unternehmen aufgefangen werden, weil dieses Kapital einfach nicht mehr vorhanden ist. Und ich denke mal, wir sollten uns wirklich überlegen, wie wir damit umgehen, wie wir eigentlich wieder die Kosten in den Innenstädten runterbekommen. Es ist immer langwierig und wir warnen einfach hier, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Das haben wir alles schon mal gehabt und so kann es eigentlich nicht weitergehen. Außer, dass wir diesen Kapitalmarkt so nicht gehabt haben. Das ist mein persönliches Argument. Wir hätten im Städtebau relativ schnell erkennen müssen, wenn wir eine Nullzinsphase haben, wie stark der Druck in Immobilien und vor allem Grundstücke gehen wird. Das ist das, wo auch hier in unseren ganzen Baulandkommissionen eben einfach nicht genügend darüber nachgedacht wird. Wir sprechen über einen anderen Kapitalmarkt. Wir haben keine anderen alternativen Anlagemöglichkeiten, außer in Immobilien zu gehen. Und das ist das Kostenproblem. Ne? Also an der Stelle weiß ich auch immer noch keine Lösung, außer neues Bretton Woods. Ne? Wir müssen einfach mal andere Zinsen wieder haben, dann löst sich das Ganze schon. Ne? Genau.
Schauen wir mal, da gibt es immer andere Probleme. Ja, richtig. Ich würde einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auch nochmal an die zugeschalteten Journalisten zu appellieren. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, dann stellen Sie diese gerne über die Chat-Funktion direkt unter dem Stream. Wir werden versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten. Und damit geht es jetzt weiter mit Herrn Schulten. 6 Minuten haben wir noch, dann haben Sie Ihre halbe Stunde, genau. Einmal kurz, welche Städte gewinnen, welche Städte verlieren? Auch ganz interessant. Also das haben wir ja auch schon letztes Jahr gesagt. Der große Wachstumsmotor der 7 deutschen Städte bleibt Berlin. Ne? Können Sie sich noch daran erinnern, vor 6, 7 Jahren, dass wir mal gesagt haben, boah, guck mal, Berlin ist mittlerweile genauso groß wie München und Hamburg. Ne? Das war mal eine Nachricht. Ne? Und das ist also wirklich weit, weit. Gucken Sie mal, morgen muss ich über Frankfurt am Main sprechen. Berlin ist jetzt mittlerweile in puncto Büroprojektvolumina fast bei 6 Millionen Quadratmeter angekommen. Frankfurt kriegt gerade mal 1,3 Millionen Quadratmeter hin. Ne? Das sind schon riesengroße Unterschiede, die uns einfach auch selbst innerhalb der Immobilienwirtschaft gar nicht so klar sind, weil wir natürlich überall unsere Communities haben. Aber diese, also Berlin ist auch, deswegen sind ja auch die ganzen ausländischen Investoren hier, Berlin ist in Deutschland der absolute Sondermarkt. Ne? Das muss man bei aller Häme und bei aller Kritik über Berliner Politik auch wieder sagen, es ist ein wahnsinnsgroßer Wachstumsschmerz, der dahinter steckt und der hält an. Also das heißt, wir haben auch in diesem Studienjahr nochmal 500.000 Quadratmeter Büroprojektentwicklungsvolumina mehr. In Berlin, während wir in einigen Städten, gerade Frankfurt oder Stuttgart, teilweise auch in München eher schon auch rückgehende Projektvolumina haben. Sprich, die jeweiligen lokalen Akteure haben eigentlich auch komplett andere Probleme. Also das muss man auch immer wieder, deswegen wollen wir auch mit dieser Studie nochmal wirklich in die einzelnen Regionen gehen, um da nochmal den Puls fühlen zu können, zu sagen, wo drückt denn wirklich der Schuh? Das Gleiche dann auch bei Wohnprojektvolumina, genau das Gleiche. Also Berlin baut tatsächlich weiterhin mehr Wohnungen, ne? Mit diesen Investor-Developern. Auch da wieder Frankfurt weniger, München weniger, Düsseldorf weniger. Also das heißt, jede von den deutschen Städten hat auch wieder ihre eigene Situation, ihre eigenen Ausgangsbedingungen. Also das ist schon uns auch wichtig, dass wir eben in diese Differenzierungen nochmal mit unseren 5.400 Daten, die alle in der Excel-Datei stehen, eben auch nochmal reingehen können. So, Trommelwirbel, was haben wir jetzt? Noch haben wir 3 Minuten. Top 10. Ganz kurz, nochmal eine Anmerkung von mir. Also man kann ja positiv sagen, der Markt ist stabil und in Berlin wächst er sogar. Also was ist? Aber wenn wir wissen, dass natürlich das bisschen Wachstum in Berlin, wie der sich das im Verhältnis zur wachsenden Bevölkerung ist, der Wachstum der Bevölkerung in Berlin ist wesentlich höher als das, was wir an Wachstum im Wohnungsbau haben. Zweiter Punkt ist natürlich, das, was da ist, das ist auch Planung. Richtig. Und das, was da ist, ist nicht gebaut. Und wenn man sich die Baugenehmigungszahlen und wenn man sich die Baufertigungszahlen sind, dann steht eben Berlin nicht so gut da. Es ist eben nicht die doppelte Zahl. Man kann das immer so schön mit Hamburg vergleichen. Hamburg hat, glaube ich, 1,8 Millionen, Berlin hat 4 Millionen. Da fehlt es nach wie vor an Relationen. Und da müsste eigentlich jetzt viel mehr passieren. Denn ich denke mal, der Trend nach Berlin zu ziehen, das sehen wir auch schon an den Bürozahlen, der wird weiter anhalten. Das heißt, das Problem wird sich verschärfen. Ob das politisch so gewollt ist, das lasse ich hier mal stehen, aber böse ist, wer Böses denkt. Ich meine, man muss eigentlich jetzt dringend den Schalter umlegen. Man muss alle Akteure ranbekommen, denn ansonsten werden wir mit diesen Wachstumszahlen, die wir für Berlin sehen, das Problem auf absehbare Zeit nicht lösen. Und wir stehen bereit, das zu lösen. Wir stehen bereit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und wir stehen bereit, auch Klimaschutz ganz vorne hinzustellen und sagen, und wir wollen CO2-neutral neue Bestände in den Markt bringen. Aber man muss uns auch lassen. Jetzt hat der Bundesverband für den Landesverband Berlin gesprochen. Und zwar. Ja. Sie haben mich was vorweggenommen. Voller Kraft. So, Top 10. Wer sind die größten Projektentwickler? Da hat sich auf Platz 1 nicht viel getan, die Zech Group, also wirklich auch mit deutlichem Abstand mittlerweile. Können Sie sich noch daran erinnern, letztes Jahr, da war das so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Zech Group und Consus. Da hat sich tatsächlich jetzt einiges getan. Die
ich sag mal, Kenntnisreichen unter uns allen und unter Ihnen. Gucken Sie da mal genau hin, was sich da jetzt getan hat. Also das hat mich selber verblüfft, wie schnell in einem Krisenjahr, Corona-Jahr, sich die Top 10 verändert haben. Ne? Wir haben Zech Group an erster Stelle, Vonovia Vuvok, also ein Aufkauf von einem börsennotierten Unternehmen, eines Projektentwicklungsunternehmens. Wir haben eine Pandion, eine Instone auf Rang 4, Consus noch auf Rang 5. Ne? Danach Vonava, Digevo, HovoG, Land Berlin, ABG Frankfurt. Fällt Ihnen was auf? Rang 7, 8, 9 und 10 sind Investor-Developer, und zwar öffentliche Investor-Developer. Da haben wir das große Volumen, was tatsächlich in das Investor-Development an öffentlicher Hand fließt, bereits in den Top 10, und zwar 3 Akteure im Land Berlin auch. Ne? Also das macht schon was aus, was da passiert. Und dieses Bild, also ich könnte es mir wirklich unter das Kopfkissen legen. Ich finde das faszinierend, weil das unsere Stadtentwicklung repräsentiert. Ne? Das ist der Maschinenraum, der hinter dem steht, wie sich unsere Städte verändern gerade. Und nochmal auch dieses Chart rechts, dieses kleine, dieses Tortendiagramm. Ich habe es letztes Jahr schon mal gebracht. Wenn ich das in Japan zeige, ne, wer sind die größten deutschen Projektentwickler und was ist ihr Marktanteil, dann kippt Japanern der Unterkiefer runter. Ne? Also in Japan ist es so, dass Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, also die 4 großen, 80% des Marktes haben und es keinen mittelständischen Projektentwickler und Bauträger gibt. Und die kriegen dann immer hier die Angstperlen auf die Stirn, wenn sie sich überlegen, kann ich auch was in Deutschland machen? Und wir sagen, ja, aber du wirst einen Marktanteil von 0,3% haben oder so. Das ist eben tatsächlich was sehr, sehr Deutsches, ne, dass auch diese Top 10 immer noch diesen relativ geringen Marktanteil haben. Wenn man das nochmal überprüft in Büro, Wohnen, Einzelhandel, Hotel, natürlich sind die Nutzungen hier gelb, hellgrün und dunkelgrün relativ gering. Zech Group war relativ schnell, vor allem mit dem Akteur Art Invest, Zech Group besteht ja aus verschiedenen Schnellbooten, Art Invest mit 60% im Bürovolumen der Zech Group übrigens, eben wirklich diejenigen, die Bürovolumina in die deutschen Städte tragen. Dann in dieser Reihenfolge. Und da sehen Sie auch nochmal, wir haben da rechts dargestellt die Top 10 aus dem letzten Jahr. Ne? Also damals war Zech Group und Consus Kopf an Kopf Rennen. Eine Vonava war letztes Jahr auf Rang 3. Ne? Jetzt ist sie auf Rang, was ist es? 5 ist es, glaube ich. Ne? Da gibt es eine andere Ausweichtendenz. Und jetzt kommen wir eben zu dem Chart, was Andreas Ebel gerade schon mal sagte. Wir als Holding Gesa, das ist auch schon gleich auch wieder Ankündigung für das, was in den nächsten Jahren passiert, wollen raus aus den A-Städten. Ne? Also das wurde uns jetzt nur seit Jahren auch wirklich immer wieder angetragen. Bitte macht auch die Speckgürtel. Wir haben in dieser Studie das erste Mal die großen Akteure gefragt, also wirklich eine kleine Stichprobe ist es nach wie vor nur, und haben aber eben gesehen, Vonava, Instone, WPD, Vonovia, das sind die großen Akteure, die wir gefragt haben. Und dann haben wir gefragt, macht ihr denn eigentlich innerstädtischen Wohnungsbau oder macht ihr Umlandwohnungsbau? Gucken Sie mal auf Vonava. Das ist schon mehr in den Speckgürtel als in den Innenstädten. Das ist bei den anderen noch nicht ganz so weit, aber über alle gesehen ist es ein Anteil von 70-30 ungefähr schon. Und da sagen wir, und das wird wachsen, ne? Also das wird mehr im Umland werden, wird weniger in den Städten werden, und das müssen wir auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen. Ja, wenn man vielleicht nochmal einfach mal guckt, was eigentlich so angekündigt war, wer was bauen wollte und wer nachher wirklich tatsächlich baut, dann ist das natürlich wieder Wasser auf die Mühlen der mittelständischen Immobilienwirtschaft. Der deutsche Projektentwickler, der deutsche Immobilienmarkt ist mittelständisch geprägt. Das heißt, dort wird entschieden und dort wird meistens erst dann verkündet, dass man baut, wenn der Sache sicher ist. Und natürlich sind große Aktiengesellschaften ganz anders strukturiert. Die müssen, bevor sie überhaupt das Gras wachsen sehen, müssen sie schon eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben. Und das führt natürlich dazu, dass einfach es einen Riesenunterschied gibt, wen man fragt. Und daher nochmal unser Hinweis, ja, die Mittelständler
sind diejenigen, die in Deutschland Wohnungen bauen. Und die kann dazu nur sagen, darum verändert sich eben auch so ein Bild auf einmal ganz plötzlich, die einen bauen und die anderen kündigen an, bauen zu wollen. Und darum, es kommt darauf an, die Dinge umzusetzen. Und ich glaube, dieses Umsetzungsproblem, das ist ganz wichtig und da stehen wir bereit. Und das ist eben im Moment, auch wenn wir jetzt mal auf das letzte Chart gehen, warum geht es ins Umland? Weil dort das Umsetzungsproblem eben nicht so vorhanden ist. Dort können wir eben schnell Dinge umsetzen, als in den Städten, wo einfach im Moment die Hürden so hochgeschraubt werden, dass dann nur noch die städtischen Immobilienunternehmen bauen. Erstens bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht in der Schnelligkeit geht. Und zweitens wird dieses auch nicht ausreichen, um den Markt in vielen Bereichen mit dem Wohnraum zu versorgen, den wir dringend brauchen. Und daher unser Appell, lassen Sie uns alle zusammensetzen und überlegen, wie wir wieder Schwung auch in die Innenstädte kriegen. So klingt das vom WFW, muss man ja sagen. Aus städtischer Sicht übrigens aber genau das gleiche, genau die gleiche Platte. Ne? Also eine gute Stadtplanerin habe ich auch in den Ohr. Herr Schulten, sagen Sie mir, ist das jemand, der baut oder ist das nur ein Verwerter? Ne? Also diese Unterscheidung ist tatsächlich im Immobilienmarkt schon das Wesentliche geworden für unsere städtebaulichen und wohnungspolitischen Probleme. Da können wir einfach nur eben alle zusammen wieder gucken, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ne? Damit wir Spreu vom Weizen trennen können und das Gesamtbild zeigen können. Ne? Also wirklich nicht nur die A-Städte, noch mal eine kleine Sache. Bulwiengesa, das ist die letzte große Projektentwicklerstudie in diesem Stil. Wir wurden lange hingetragen zu sagen, uns interessieren nicht nur die A-Städte, uns interessiert auch alles andere. Ich sage, ja, aber habt ihr gesehen, wie schwierig es ist, wirklich jedes einzelne Projekt zusammenzutragen und wirklich in Listen zu packen? Wir machen jetzt den Schritt, hier unsere Kollegin Ellen Heinrich und Thien und auch unser Digital-Thien machen jetzt tatsächlich den Schritt in diesem Jahr wir wissen noch nicht ganz genau, wie er heißt, wahrscheinlich Projektentwickler Monitor, eine digitale Plattform, in der alle Akteure ihre Daten einstellen können. Wir kennen das mit den Initiativen, die wir bei Bulwiengesa schon haben. Das heißt, der Datenfluss in wird geprüft, wird gecheckt, wird zusammengeordnet und wird dann eben auch nach außen wieder von uns weitergetragen. Sprich, wir können dann sagen, das passiert in den A, B, C, D-Städten, den Speckgürteln, in den Assetklassen und Unterschieden zwischen wer baut und wer kündigt nur anzubauen. Also das heißt, diese Strategien der Projektentwickler. Es gibt eine GIF-Kompetenzgruppe, die sagt, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren von Projektentwicklern? Das ist übrigens auch, da würde ich euch auch gerne nochmal mit reinholen. Das kriegt jetzt gerade seinen Lauf. Also das heißt, die Wissenschaftler sagen, was ist ein guter Projektentwickler und was ist ein nicht so guter Projektentwickler? Das heißt, die Strategien der großen Projektentwicklungsunternehmen wollen wir auch sourcen und wollen nächstes Jahr bei einer ähnlichen Konferenz sagen können, das sind die 50 großen Projektentwickler in Deutschland und die tun das. Ne? Also das gibt es auch nochmal einen ganz großen Sprung, ist wirklich großes Anlaufnehmen auch für uns. Ja, aber jetzt bleibt es erstmal bei der Studie. So sieht sie aus und es werden 140 Seiten wieder sein. Also das liest halt auch nicht jeder durch. Also sprich auch da, du sagtest, es ist Digitalisierung. Wir müssen auch in diesen Dingen sehr viel wendiger, sehr viel agiler werden. Und das tun wir dann in den nächsten Jahren. Also ich würde gerne noch mal eine Sache betonen, die mich auch wirklich fasziniert hat und die ich auch interessant finde. Wir haben eine gewisse Erfahrung gemacht durch unsere Mitgliedsunternehmen. Die haben uns erzählt, wie ist der Markt. Und Bulwiengesa kommt dann vor 2 Wochen das erste Mal und zeigt uns die Daten. Und es war selten, es war schon immer, es passte immer ganz gut, aber diesmal passte es extrem gut. Auch gerade diese Veränderung im Markt. Und das ist nicht, was einen glücklich macht, aber es zeigt eben doch, dass wie dicht wir am Markt sind und dass man eben auch, dass es eben nicht nur der Lobbyismus ist, sondern dass wir im Prinzip auch der Politik widerspiegeln sollen, was passiert derzeit im Land, wie wird gebaut, wer baut und was müsst ihr machen, wenn ihr noch mehr und noch klimagerechter bauen wollt. So, jetzt muss ich Sie beide ein bisschen bremsen, weil in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Fragen aufgekommen sind und die wollen wir natürlich alle gern noch beantworten. Und deswegen fange ich mal direkt an mit einer Frage von Stefan Maas von der Welt. Das bezieht sich, glaube ich, auf Sie, Herr Schulten. Er fragt, wenn die offizielle Zahl von genehmigten, aber nicht fertiggestellten Wohnungen bei fast 800.000 liegen soll, stimmt diese Zahl denn nicht? Ist der Bauüberhang geringer?
Erst mal sprechen wir über den Bauüberhang. Die einen sagen, wartet ab, diese Wohnungen werden noch gebaut. Wir sagen, wer sagt, dass diese Wohnungen gebaut werden? Die sind erstmal nur genehmigt. Ne? Also ob die sich rechnen, weiß keiner. Ne? Amtliche Statistik ist in Deutschland viel besser als in allen anderen europäischen Ländern. Also ich will auch eine Lanze für die Statistik brechen. Aber wie genau sie ist, wissen wir nicht. Und deswegen machen wir uns die Mühe, in jedes Projekt einzeln zu gehen. Vielleicht nur noch mal von meiner Seite. Ich glaube, man muss über den Bauüberhang eigentlich überhaupt nicht reden. Weil wenn es einen Bauüberhang gibt, ist er in den Baugenehmigungszahlen der nächsten Jahre drin. Das heißt, eigentlich entweder rede ich über Baugenehmigung oder ich rede über Planung oder ich rede über Fertigstellung. Aber wenn ich über Baugenehmigung rede, kann ich über den Bauüberhang vergessen. Herr Ibel, dann gibt es von Herrn Maas von der Welt auch noch eine Frage an Sie. Das Problem steigende Kosten in den Metropolen. Da sagt Herr Maas, das hat doch wesentlich mit hohen Grundstückspreisen zu tun. Wenn eine Kommune oder ein kommunales Unternehmen baut, hat es häufig aber nicht das Grundstückspreisproblem. Ist das also nicht mit der Lage der privaten Investoren vergleichbar? Nein. Also es gibt natürlich subventionierte Grundstücke für kommunale Unternehmen. Das ist richtig, aber dafür werden eben die Auflagen dafür umso höher. Und dann gleicht sich das wieder aus. Aber man sollte doch auch über sich klar sein, dass natürlich auch die öffentliche Hand in gewisser Hinsicht an Bodenrichtpreise gebunden ist. Sie muss das irgendwie einpreisen. Ob sie das mit Geld subventioniert oder mit günstigen Preisen. Wenn sie das Grundstück verkaufen würde, könnte sie das Geld nehmen und wieder günstigen Wohnraum subventionieren. Also man sollte doch nicht so tun, als bloß weil das Grundstück jetzt günstig abgegeben wird, als ob das keine Subventionierung ist und die aber Kapital. Das ist so. Ein großer Schritt war, dass die BIMA eben nicht zu Verkehrswerten verkauft, sondern wirklich sagt, wir verkaufen unsere Grundstücke, die Bundesgrundstücke zu vergünstigten Preisen. Das war ein ganz wesentlicher Schritt, aber kam sehr spät. Ne? Aber dann haben sie erstmal an die Kommunen verkauft. Ja, genau. Dann müssen natürlich die Grundstücke oftmals erstmal auch hergerichtet werden. Sie müssen erschlossen werden. Auch das kostet Geld. Und bis das dann alles geschehen ist, ist da auch schon. Es ist nicht immer nur das Geld für das Grundstück, sondern es sind die Erschließungen, es sind ganz viele Dinge, die mit der Baufertigmachung der Grundstücke verbunden ist. Und ich glaube, das muss auch irgendjemand rechnen, sollte man nicht unterschätzen. Dankeschön. Dann habe ich hier eine Anmerkung und eine Frage von Monika Leikamp von der Immobilienzeitung. Sie sagt, Sie bedauern den Rückgang bei den guten alten Trader-Developern, setzt sie in Anführungszeichen, weil der angeblich viel besser seine Zielgruppen bedient. Aber warum bauen Investor-Developer weniger marktgängige Immobilien als Trader? Der Investor muss ja das Vermietungsrisiko langfristig tragen, anders als der Trader, der mit dem Verkauf draußen ist. Der Investor müsste an dauerhaft funktionierenden Immobilien sogar also noch ein höheres Interesse haben. Das ist eine sehr richtige Feststellung. Also der gute Investor-Developer ist tatsächlich ja auch der gute Bestandshalter. Ne? Also das heißt, ich würde auch immer wieder sagen, ich habe selber in meinem Berufsleben viel gelernt von den großen kommunalen Wohnungsgesellschaften, die einfach ihre Bestände über Jahrzehnte pflegen müssen und eben nicht nur neu bauen müssen, sondern managen müssen in der sozialen Verschiebung, die wir in Deutschland haben. Was ich damit sagen wollte, ist, wir sind in einer Marktphase wegen dieser hohen Grundstücke und dieser hohen Kosten, wo ich dem Trader-Developer etwas mehr, Detailkenntnis zuwillige und dem Investor-Developer eher, das große, lange, strategische Bild zuwillige. Sprich, wenn der Trader-Developer rausgeht, ist irgendwas nicht in Ordnung in dem Markt. Ne? Also, also eigentlich sollen sie tatsächlich beide ihre jeweiligen Produkte machen. Das meinte ich, das ist nur ein Anzeichen dafür, dass man hingucken muss, was haben eventuell, und da bin ich schon auch Ihrer Meinung, Herr Ibel, dass im Moment die kommunalen Haushalte belastet werden mit Produkten, die sehr teuer in der Erstellung sind und sehr gering in den Erträgen sind. Und das muss der Steuerzahler zahlen. Vielleicht nur noch mal von mir auch ganz klare Ansage. Der langfristige Bestandshalter ist jemand, der in den Städten investieren sollte und das tut dem Wohnungsmarkt gut.
Ich glaube nur, dass es das nicht ausreichen wird. Irgendwann ist das Kapital endlich und vor allem das Kapital der Kommunen ist endlich. Zumindest bei den hohen Preisen, die wir im Moment sehen. Und darum sehen wir die Entwicklung mit Sorge. Aber das heißt nicht, dass wir es mit Sorge sehen, dass langfristige Bestandshalter in Städte investieren. Das begrüßen wir sogar. Da bleiben wir, glaube ich, beim Thema mit der nächsten Frage. Die kommt von Philipp Hafner vom Fachmagazin Immobilien und Finanzierung. Er fragt, werden die von Ihnen beschriebenen Entwicklungen zu einer Konsolidierung unter den klassischen Trader-Developern führen? Beziehungsweise ist das schon ein zu beobachtender Trend? Nee, also das haben wir heute gesagt, die Trader-Developer gehen einfach woanders hin. Ne? Also das sind ja Unternehmen, die, ich sag mal, ein paar zig Leute und ein paar hundert Leute haben. Die müssen zusehen, wie kann ich denn eigentlich meine unternehmerische Tätigkeit, wo kann ich sie am besten machen. Wir machen bei Wulfing-Gesa im Moment relativ viele Studien, der Schritt nach Europa. Also Deutschland reicht uns nicht mehr, wir gehen nach Europa. Ich meine, man muss sagen, Deutschland kann nach wie vor Stärke kaum gehen. Ne? Das muss man auch immer wieder im Hinterkopf haben bei diesen ganzen Geschichten. Und deswegen werden die Trader-Developer einfach auch ihre jeweiligen Lücken suchen. Nur das löst nicht das Problem, wie gehen wir mit unseren A-Städten um. Ne? Also wie lösen wir die Probleme in unseren A-Städten? Das können nur Investor-Developer und Trader-Developer Hand in Hand machen. Ne? Glaube ich, eine Meinung, der Sie sich auch anschließen. Dem kann ich mich also vollständig anschließen. Und ich glaube, wichtig ist eben einfach, dass wir natürlich Sorge tragen müssen, dass in den Städten weiter investiert wird. Wenn dieses nicht geschieht, auch von Bauträgern, die sich frei entscheiden können. Es ist ja so, ein Bauträger kann sich ja entscheiden, ob er investiert oder woanders investiert. Das ist natürlich bei den Kommunalen überhaupt nicht der Fall. Die müssen in der Stadt, wo sie sitzen, investieren. Und das ist natürlich aber auch bei Pensionsfonds oftmals auch nicht der Fall, weil die müssen mindestens mal so viel Einwohnerzahl haben. Das heißt, sie werden einfach in den Renditen immer weiter gedrückt. Und da sehen wir einfach nur das Risiko, dass wenn sich mal die Zinslandschaft ändert, und wir wissen alle nicht, was passiert, aber im Moment gibt es gerade mal wieder so einen Trend, dass alles teurer wird, dann kann sich das auch schlagartig umkehren. Und dann haben wir ein Problem. Und darauf wollen wir nur hinweisen, dass wir eigentlich hier eine Situation haben, wo wir uns sehr viel Gedanken machen müssen, wie es wirklich langfristig stabil weitergehen kann. Wir sehen hier eine gewisse Unwucht in der Entwicklung. Dann habe ich hier noch eine weitere Frage an Sie, Herr Ebel, von Friedhelm Feldhaus von der Immobilienzeitung. Der spielt so ein bisschen auf Ihren Hintergrund als Projektentwickler in Hamburg an, wo Sie ja auch mit der Saga, glaube ich, in ganz gutem Kontakt stehen. Und er fragt, ja, ist es denn tatsächlich so, dass kommunale Wohnungsgesellschaften zu teuer bauen? Ist es nicht vielmehr Panik, dass Sie nicht mehr so gebraucht werden wie bisher? Also, lieber Herr Feldhaus, ich habe wirklich keine Sorge, dass ich nicht gebraucht werde. Und mir fällt da noch ganz viele andere schöne Dinge ein. Aber nein, es ist nicht das Problem, sondern ich glaube schon, dass wir heute, die Saga kann gute Projektentwicklung. Das Problem ist auch nicht, dass die Saga zu teuer baut. Also sie baut, das ist überhaupt nicht das Problem, sondern die Saga muss zu günstig vermieten. Und dadurch rechnet sich das nicht mehr. Im Verhältnis zu den Baukosten und zu dem, was sie sonst noch leisten muss, sind die Begehrlichkeiten extrem hoch. Und insofern haben wir in der Vergangenheit immer sehr gut damit getan, dass wir dass man die Kommunalen und die Privaten sich die Dinge aufgeteilt haben. Ich denke mal, das gibt es übrigens, es gibt auch nach wie vor gute Projekte in Hamburg, wo die Saga mit Privaten neue Bereiche, gerade in Hamburg-Horn, entwickelt. Ich denke mal, da werden wir auch viele gute Projekte sehen. Aber trotzdem wird es immer weniger und immer schwieriger. Aber diese Frage von Friedhelm Feldhaus, macht man sich auch so läd? Also wird irgendwer den Kürzeren ziehen in diesem ganzen Spiel? Da würde ich als Analyst sagen, das renkt sich ein. Das Problem ist, wir werden ja auch nicht das Wohnungsproblem mit Bauen lösen. Ne? Da bin ich so ein bisschen anders als der WFW oder auch der ZIA oder so. Wenn dann dieses Bauen, Bauen, Bauen kommt, das haben wir letztendlich im Hausmeister-Podcast letztendlich gehabt, Thomas Bayerle und ich. Also wenn wir in einer Jahresscheibe bauen, baut eine deutsche Stadt maximal 1% ihres Wohnungsbestandes. Der Neubau wird diese Probleme, die wir in diesen Jahren haben, nicht alleine lösen. Also da kommen dann tatsächlich auch die großen Wohnungsgesellschaften wieder rein. Wir brauchen ganz andere Maßnahmen an dieser Stelle. Da kommen wir an Subjektförderung und Objektförderung, also all die Probleme, die wir schon immer hatten. Aber ich würde auch sagen, den Trader-Developer,
der ist nicht klein zu kriegen. Ne? Sobald sich der Markt wieder ändert, sind wir auch wieder an der Stelle da. Aber ich glaube, es geht eigentlich darum, dass man etwas macht, was sich irgendwie unterm Strich rechnet. Und sobald es da geht, und ich glaube, da appelliere ich an alle, auch vor allem an die öffentliche Hand und die Politik, nicht zu meinen, dass sich öffentliche, kommunale Gesellschaften nicht auch rechnen müssen. Und ich erinnere an die großen Privatisierungen vor 20, 30 Jahren. Das wurde deshalb gemacht, weil es sich nicht mehr rechnete. Und jetzt auf einmal sollen diese wieder verstaatlicht werden. Aber das Problem, dass man etwas macht, was sich nicht rechnet und was sich nachher negativ auszahlt und was eigentlich auch oftmals, wenn man die Handelnden fragt, auch mit Sorge sehen, davor warnen wir. Und wir sind als private mittelständische Immobilienwirtschaft darauf angewiesen und finden das richtig, dass wir starke, kommunale, wirtschaftlich agierende Unternehmen am Markt haben. Als Partner, als guter Kooperationspartner und natürlich einfach auch als Pendant, weil jeder unterschiedliche Bereiche abdeckt. Und darum sehen wir eine Entwicklung, wo hier Investitionen nicht mehr nach wirtschaftlichen Kriterien durchgeführt werden, auch und zwar ganz weit davon entfernt, mit großer Sorge. Dann gibt es hier noch eine Frage, die bezieht sich auf Ihre Ausführungen. Herr Ibel, Sie hatten vorhin das Thema Klimaschutz und Energieeffizienz angesprochen. Und Herr Maas von der Welt fragt da noch mal nach, ob Sie das vielleicht ein bisschen ausführen können, klimaneutrales Bauen. Dieses ganze Thema Klimaneutralität wird ja immer wichtiger für die mittelständische Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Was sind da Maßnahmen, die in Zukunft umgesetzt werden könnten? Ja, also wir sind als mittelständische Immobilienwirtschaft davon überzeugt, dass wir unsere Klimabestände klimaneutral umbauen und neu bauen können. Aber wir werden es nicht in den Objekten schaffen. Das heißt, wir werden eine neue Strategie brauchen, nämlich eine Quartiersansatzstrategie. Wir müssen darauf setzen, hier CO2-neutrale Energie den Gebäuden zuzuführen, denn es ist unrealistisch zu glauben, dass wenn man die Klimawende möchte, und wir wollen die, und wir wollen dabei sein und wir wollen uns mit an die ganz nach vorne stellen und sagen, ja, ihr könnt mit uns rechnen, aber ihr müsst die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und die Rahmenbedingungen bedeuten, dass wir uns erstmal klar machen, die Klimawende wird im Bestand erreicht. Was können wir sanieren? Wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung? Und wenn wir jedes einzelne Gebäude auf null mit CO2 null reduzieren wollen, dann ist das weder bezahlbar, noch haben wir die Handwerkskräfte, noch ist das städtebaulich optisch gewollt. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen. Und das bedeutet, wir müssen überlegen, wie kriegen wir klimaneutrale Energie in die Gebäude. Alles, was in den letzten 10, 20 Jahren an Investitionen in die Gebäude zur Schaffung von niedrigen Energieverbräuchen getätigt worden ist, hat nicht dazu geführt, dass die Menschen in den Gebäuden weniger Energie verbrauchen. Nein, der Energieverbrauch ist gleich geblieben. Es wird weiterhin geduscht, es wird außerdem noch, gibt es noch einen Fernseher, noch drei Computer und. Und insofern müssen wir uns wirklich überlegen, ja, selbst wenn wir die Gebäude anfassen, das müssen wir sie wirklich hundertprozentig anfassen oder kann nicht die Energie Wende, nämlich die Frage, wie kriege ich Energie in die Gebäude und wie kriege ich hier ein System hin, wo alles miteinander im Quartier vernetzt wird. Das ist der große Ansatz und da stehen wir auch übrigens mit den Kommunalen ganz eng in Gesprächen, dass man solche gemeinsamen Ansätze macht, denn die Nöte sind sowohl bei den privaten, mittelständischen wie auch den Kommunalen die gleichen. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Ziele, aber wir haben auch alle die gleichen Nöte und darum wollen wir nach vorne denken. Vielen Dank. Dann noch eine abschließende Frage, die ich hier ins Plenum geben möchte von Monika Leikam von der Immobilienzeitung und die geht an Sie, Herr Schulten. Sie schreibt, Herr Schulten, Sie fragen, wer trägt das Risiko bei den kapitalmarktgetriebenen Immobilieninvestitionen? Die Antwort kennen Sie, sagt Frau Leikam, die Einzahler der Pensionsfonds. Aber welches Risiko tragen diese Anleger denn tatsächlich? Meinen Sie hier eine bestimmte Assetklasse, die besonders riskant ist? Nicht Assetklassen sind besonders riskant, Standorte sind riskant. Ne? Also wir haben die Preisentwicklung in den Immobilien, in den deutschen Immobilien sehr stark in den großen A-Städten gesehen, dann irgendwann in den B-Städten, jetzt auch in den Speckgürteln der A-Städte
Wir haben weite Teile Deutschlands, die davon immer noch abgehängt sind. Also das muss man auch sagen. Riskant ist weniger Büro, Wohnen, Logistik, Hotel. Also riskant ist eigentlich die Frage, sind diese hohen Preise in den sehr zentralen Lagen auf Dauer gerechtfertigt? Das also ist eher eine Lagefrage. Aber einfach auch keine Sorge. Also dieses Bretton Woods war jetzt wirklich kein Witz. Also der Kapitalmarkt wird sich nach unserer VWL in den nächsten 4, 5, 6 Jahren voraussichtlich nicht ändern. Also anders könnte Europa nicht überleben. Von daher sind diese Probleme, mit denen wir hier zu kämpfen haben, die werden einfach weiter bestehen. Und das Risiko ist eben kein Immobilieninvestitionsrisiko, sondern das Risiko ist ein, wie leben wir auf dieser Welt, im Einklang dieser drei großen USA, Europa, China Kräfte miteinander, in der Aufgabe, das Ganze auch noch klimapolitisch richtig hinzukriegen. Das ist die große Aufgabe und darin liegt dann tatsächlich auch ein Risiko, wer schafft es und wer schafft es nicht. Ja, vielen Dank. Damit haben wir die Fragen, die hier im Chat gestellt wurden, alle beantwortet und sind, glaube ich, sehr tief ins Thema nochmal eingestiegen, auch in dieser letzten halben Stunde. Die Studie kommt von Ihnen oder Frau Rautenberg, schreibt sie gerade. Also wenden Sie sich hier an Herrn Wedel, an Sigrid Rautenberg für die Studie. Da kriegen Sie ein Presseexemplar und auch die Präsentation. Ja. Genau, die Präsentation werden wir im Nachgang an die Journalisten verschicken, die angemeldet waren. Und die Studie können Sie dann auf Anfrage natürlich auch bekommen, sobald da alle Details fertig sind. Finden Sie auch unsere Kontaktdaten unter der Pressemitteilung, die in diesen Minuten versendet wird. Und damit sind wir auch am Ende dieser Pressekonferenz angelangt. Sollten sich im Nachhinein bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch Fragen ergeben, dann schicken Sie uns gern eine Mail und wir werden uns bemühen, Ihre Fragen auch im Nachhinein noch zu